Auf dem roten Teppich vor dem Berlinale Palast zog Adam Pearson die der Blicke Fotografen auf sich. Der britische Erfolgsdarsteller leidet an einer seltenen Gesichtsentstellung, ebenso wie sein Charakter im New York-Drama A Different Man. Neben Marvel-Star Sebastian Stan stellte Pearson den Film auf der Berlinale am Freitagabend vor. Mir war es immer sehr wichtig, dass ich, wenn ich Filme über Menschen mit Entstellungen drehe, Menschen mit Entstellungen besetze, erklärte Aaron Schimberg, der Regisseur von A Different Man. Dem Hollywood Reporter zufolge auf der Pressekonferenz des Films bezüglich seines Castingsprozesses. Auch Darsteller Pearson, der für Schimberg bereits bei dessen Vorgängerfilm Chained for Life vor der Kamera stand, stimmt dem zu. Die einzige Möglichkeit, die Wahrnehmung der Menschen zu ändern, besteht darin, sie sanft und freundlich damit vertraut zu machen. Je mehr wir das machen können, desto einfacher und organischer wird es letztendlich, sagte der 39-jährige Brite auf der Berlinale Pressekonferenz. Bei dem Schauspieler, der auch schon an der Seite von Scarlett Johansson im Science-Fiction-Thriller Under the Skin zu sehen war, wurde schon im Alter von 5 Jahren Neurofibromatose diagnostiziert. Die seltene genetische Erkrankung führt dazu, dass seine Haut mit tausenden dicken, schmerzhaften Tumoren überdeckt ist.